Mit voller Kraft schwingt sich Anna Lechner von einem Griff zum nächsten. Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater hat sie vor 12 Jahren zum ersten Mal eine Kletterhalle betreten. Seitdem kann Anna sich ein Leben ohne Klettern nicht mehr vorstellen. Ja, ich bin halt früh in Kader gekommen und habe Wettkämpfe und so gemacht. Und dieses ganze Wettkampfsport hat, also macht mir halt einfach mega Spaß. Und das hatte ich halt dann, beim Klettern hatte ich die meisten Wettkämpfe und so. Und ja, es ist einfach immer was anderes beim Klettern. Man macht nie die gleichen Sachen, man macht immer Neues, man lernt neue Sachen. Es ist mega vielseitig und man macht nicht jedes Training das Gleiche oder so. Nebenbei hat die 18-Jährige viele Sportarten ausprobiert, wie zum Beispiel Breakdance oder Capoeira. Diese hat sie jedoch nach kurzer Zeit wieder aufgehört. Nur beim Klettern ist Anna von Anfang an geblieben. Ein Grund dafür war sicherlich auch ihr großes Vorbild. Ich hatte früher natürlich immer, quasi als ich angefangen habe zu klettern, quasi große Weltcup-Kletterer, zum Beispiel Anna Stör oder so, war damals ziemlich, ja, sehr dominant im Weltcup. Und deshalb würde ich sagen, ist sie mein größtes Vorbild. Heute kann Anna mit ihren Kindheitsidolen mithalten. Im Juni dieses Jahres hat sie den 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft erreicht. Außerdem wurde sie 4. bei der Jugendweltmeisterschaft und hat den diesjährigen Europacup gewonnen. Nach den Erfolgen kam jedoch ein Rückschlag. Eine Verletzung am Knie macht ihre Teilnahme an den nächsten großen Turnieren noch ungewiss. Also jetzt erstmal durch meine Verletzung nicht so viel und es ist auch die Saison ist jetzt vorbei. Kommt erstmal Wintertraining und so und dann hatte ich eigentlich für nächste Saison ziemlich große Ziele. Also ich wollte Weltcups klettern und die Europameisterschaft in München. Aber ja, ich muss jetzt mal gucken, wie es mit meiner Verletzung läuft, wann ich wieder fit werde und was für Wettkämpfe ich dann nächstes Jahr klettern kann. Normalerweise trainiert Anna an 5 Tagen in der Woche mehrere Stunden lang. Dafür hat sie sich nach dem Abitur sogar ein Jahr lang eine Auszeit genommen. Denn Anna hat ein Ziel, das sie am liebsten so schnell wie möglich erreichen will. Ein Podiumsplatz beim Weltcup.